Ich bin wieder verplant, hoch 10. Jetzt laber ich den ganzen Müll nochmal, weil ich jetzt erst auf Aufnahme gedrückt habe. Okay, so. Puh, durchatmen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Hunter Call of the Wild. Und heute, ihr habt's lange erwartet, jetzt heute kommt das Waffenpack. Die Pistolen sind da und ich teste es. Ich weiß noch nicht, ob ich alle Waffen mitnehme oder erstmal nur eine. Das kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall sind wir heute in Leighton Lake unterwegs. Eine Karte, die ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Und ich habe richtig Bock, neue Waffen auszuprobieren. Auf der Karte vielleicht noch die ein oder andere Stelle zu entdecken, wo es doch noch gute Tiere gibt. Ja, viel Spaß beim Zuschauen und let's go. Das war schlechter als das erste. Die ist kostenlos. So. Und die macht Klasse 2 bis 6. Richtig, das ist die, die ich eigentlich als im Prinzip als Ersatz oder als Ersatz für meine Ranger nehmen wollte. Die schießt ja auch mit der Munition von der Ranger, merke ich gerade. Ist gut. Ja, ich probiere heute erstmal die Alter, wie spricht man das aus? R Cuomo Competitor? Wir nennen sie einfach die Competitor. Ach nee, das ist die Farbe von der Waffe, ne? R. Cuomo. Das Ding ist, das hat jetzt einen Schuss. Das ist keine Magazinwaffe. Das ist nämlich der Nachteil. Das ist der Nachteil von dem Ding. Wenn du den nochmal abdrücken willst, musst du nachladen. Ja. Ja, der da in der Mitte steht, das ist der Beste. So. Jetzt probieren wir das Teil mal aus. Ach nee. Ach, das ist ja für die Ranger, ne? Aber wir können es ja trotzdem ausprobieren. Also, ist jetzt nicht die beste Waffe, die ich dabei habe für Weißwill, aber ich probiere es trotzdem aus. Ach, ich kann das Ding nur auf 100, ich kann das Ding auf 50, 100 und 200 Meter nullen. Lol. Aber die war extrem leise. Weil die jetzt schon wieder, die kommen jetzt schon wieder hier runter. Ich glaube, ich kann da nochmal drauf schießen, die kommen wieder her. Aber seht ihr, wie die fliehen? Die fliehen ganz entspannt eigentlich. Also es scheint für die gar nicht so laut zu sein. Die sind erstmal erschrocken, dass ein Kollege von denen umfällt. Aber die sind jetzt nicht so erschrocken über den Ton. Über den Sound. Ich übrigens auch nicht. Find die Waffe sehr leise. Also schon fast ein bisschen zu leise. Aber wenn das natürlich den Effekt hier hat, den wir jetzt hier vorne sehen, das ist gut für die Jagd. So, ich guck mal, ob ich die beiden gut getroffen habe, die ich da vorne. Die ersten, das wären dann die ersten zwei Abschüsse mit der neuen Pistole. Gibt es ja auch irgendwo einen Blutfleck oder? Keine Organe getroffen, sehr frisch, lol. Aber der hier ist tödlich. Aus dem anderen ist leider nichts geworden. Aber da unten ist schon der Fluss, da gucken wir nochmal. Da finden wir auf jeden Fall noch Weißwedehirsche und Elche und sowas. Finden wir da alles. So. Ja, guck doch mal. Gold. Schön. Schönes Ding. 196, ab 193 ist Gold. Erster Abschuss mit der R. Cuomo. Wie auch immer man die ausspricht. Und ja, schönes Ding. Machen wir ein Screenshot von. Kommt wie immer in den Discord. Aber es ist ja auch keine Waffe für, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist ja auch keine Waffe, mit der ich Herden schieße. Weil die Tiere, was schieße ich denn mit der Waffe eigentlich? Wofür habe ich die Ranger dabei? Für sowas wie Luchse, Marderhunde, Füchse, Waschbären, sowas, ne? Und die sind ja nicht in der Herde unterwegs. Da sieht man ja selten wirklich zwei Tiere.
auf einmal. Das heißt, eigentlich brauche ich für die Klassenbreite, wo ich wirklich drauf schieße, also wo ich wirklich diese Waffe gebrauchen könnte, brauche ich eigentlich gar kein Magazin. Würde ich jetzt mal steil behaupten. Außer euch fällt was anderes ein. Aber eigentlich schieße ich nur Tiere der Klasse. Warte. Und fängt die an? Ab 4. Also nur Tiere von Klasse 2 bis 3. Und was gibt's da, was in Herden unterwegs ist? Was gibt's da? Boah, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Wildschweine Klasse 3 sind. Sind Wildschweine Klasse 3? Ich glaube. Das wäre vielleicht so ein Tier, wo ich sage, okay, da ist schade, dass wir nur eine Kugel im Magazin haben. Und dass die Waffe halt nicht zu nullen ist wie ein Gewehr, finde ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig bisher. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, klar, es ist eine Waffe dabei zu haben, die man auf 100 Meter nullen kann. Schon gar nicht so schlecht. Aber irgendwie arbeite ich ja mehr der ist gut. 75, 150 und so. Geh weg! Komm schon. Ja, sehr gut. Ey! Was ist denn los? Kann ich dieses Spiel nicht mehr spielen ohne Diamant? Oder was ist hier los? Es war doch aber Schwierigkeit 2 extrem leicht. Ja, natürlich ist das top, aber ey, das ist schon wieder so random. Ey. Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel raushole und da meine Session spiele, schieße ich Diamant. Es kann doch nicht wahr sein. Und ich sag noch, der sieht gut aus. Ja, ja, der sah auch gut aus, ja. Ey. Es ist schon wieder einfach nur lächerlich. Lächerlich viel Glück hier schon wieder. Ihr habt auch keinen anderen Bock bei euch, ne? Nee. Ja, das bringt mir nicht zu. Hallo, ich habe mich im Busch versteckt. Lauft vor mir weg. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das war ein schöner Herz. Das heißt, Doppellunge und Herz. Einmal alles bitte. Schön. Da mache ich keinen Screenshot von. Also wenn ich jetzt gerade so viele, also was heißt so viele, wenn ich jetzt 2 hintereinander geschossen habe, ne, also beim vorletzten Mal, wo ich Kauf so weit gespielt habe, da habe ich ja auch schon einen Diamant-Weißwede geschossen und jetzt nochmal einen. Heißt das vielleicht, dass sich der Great Run ankündigt? Könnte das sein? Locke ich ihn langsam aus seiner Höhle? So, du bist 70 Meter entfernt. Naja, top. Oh. Nein, zu weit hoch. Zu weit hoch. Ich habe den Abschuss von dem zweiten Bock versaut. Die waren hier unten, okay. Aber, okay. Die waren direkt hier am Wasser und haben gelegen anscheinend. Hab ich nicht gesehen. Vielen Dank. So, silberner Weißwedelhirsch, 160. Schön. Ich habe anscheinend doch den Bock getroffen und... Er liegt doch da. Aber, leider kein lebenswichtiges Organ getroffen. Ich habe die Wirbelsäule getroffen, schade.
Ah, der wäre sonst. Wäre halt sonst Gold gewesen. Da ist einer. Ist der besser? Ich glaube ja. Ist mir jetzt auch egal, ich schieße jetzt einfach auf den. So, silberner Weißwild, 172. Schön, schönes Ding. Lohnt sich das? Also, ich habe nur eine Waffe, die da drin wirklich interessant ist. Und das ist diese, wie heißt sie gleich noch? RQOMO. Und die schießt halt von Klasse 2 bis 6. Das heißt, die ist ein guter Ranger-Ersatz. Nachteil, man sieht es. Ein Schuss. Das heißt, kein Magazin. Ja, wie gesagt, ein Magazin. Und die Waffe lässt sich auf 150 und 200 Meter nullen. Das ist eine komische Reihenfolge, aber egal. Was mich auch so ein bisschen stört. Also ich bin noch am Testen, ob die wirklich gut ist. Die hat natürlich den Vorteil, dass sie wesentlich weniger wiegt als das Gewehr, die Pistole. Man dementsprechend auch mehr mitnehmen kann. Aber ich wüsste nicht, was ich noch mehr mitnehmen soll. Ja, guck mal. Der hat das Prinzip verstanden. Komm schon, ich will dich nur scannen, damit ich weiß, wo du bist, damit ich weiß, wo dein Herz ist. Hast du dich nicht gut getroffen? Na, geht. Geht. Weiß nicht, ob der tödlich war. Jetzt müssen wir mal gucken. Also klar, war tödlich. Es ist umgefallen, aber ob der Treffer jetzt wirklich so gut war? Ja, doch. Doch, er ist einfach nur sehr, sehr schlecht gedroppt. Bronze. Die Action geht gleich weiter. Es hat mich angeschrieben. Schönes Ding. Top. Sowas liebe ich. Der ist Silber, 156. Ganz so aus. Okay, der zweite ging tatsächlich in den Halswirbel. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, Silber. Ja, guck doch mal. Schön, schönes Ding. Den nehme ich, den will ich. Der ist definitiv mindestens Gold. Ja, für Dia reicht's nicht. Aber es wäre auch krass, wenn wir jetzt in einer Session zwei Dia-Weißwilde schießen. Er treibt mein goldener Weißwede im Wasser. Oh ja. Das heißt, wir finden die wieder. Die kommen wieder. Gold, 213. Schönes Ding. Erwischt. Eine Schwarzbären. Es fällt mir gerade auf, dass wir auch auf der Map hier theoretisch Great One Schwarzbär jagen könnten. Weil es ja hier auch Schwarzbären gibt. Aber ich liebe das immer, wenn die Bären sich so aufstellen, ne? Zum Umschauen nochmal. Da kann man die richtig schön vorne in die Brust reinschießen. Top. Silbernes Weibchen.
So, wir probieren jetzt mal was aus. Seht ihr das? Das ist Profi-Gameplay. Profi-Gameplay. Übrigens, X in diesem Spiel ist Pfeifen. Und das ist nicht nur so ein Gag. Also wozu brauche ich denn in einem Jagdspiel, wozu soll ich denn pfeifen? Doch Quatsch, verschrecke ich ja die Tiere. Genau für solche Momente. Genau für solche Momente. Das Tier ist nicht erschrocken oder alarmiert oder sowas. Geht an von euch weg. Und ihr seid 150 Meter dahinter oder 100 Meter. Dann pfeift ihr einfach mal. Dann dreht er sich um und schaut, wer hat da gepfiffen? Was soll das? Und in dem Moment knallt ihr dem richtig schön eine von Latz. Top, oder? So, wunderschöner Herztreffer. Hätte ich nicht getroffen, wenn ich den so halb schräg von hinten... Hätte ich nicht getroffen. Hundertprozentig nicht. Aber ich habe gepfiffen, er hat sich umgedreht. Das kann natürlich auch schief gehen, ne? Einige Tiere oder... manchmal ist die Reaktion auch, dass die direkt durchstarten. Das kann auch passieren. Aber wenn man Glück hat, so in 3 von 5 Fällen drehen die sich nochmal um und man kann denen richtig schön eine von Latz knallen. Man soll dann natürlich auch schnell sein, weil die natürlich in dem Moment merken die ja, du bist da. Die sehen dich vielleicht auch, die haben dich zumindest gehört und sind ab dem Punkt schon wachsam bis alarmiert. Und ich finde es gut, dass es in diesem Spiel diese Funktion gibt. Und ich liebe sie. Ich finde es schade, dass man in Way of the Hunter nicht pfeifen kann. Das finde ich sehr, sehr schade. Also das muss unbedingt noch reingepatcht werden. Ich weiß, das benutzen nicht viele Leute. Aber ich versuche euch das natürlich ein bisschen näher zu bringen. Situationen zu zeigen, wo man das tatsächlich verwenden kann. Ach Mann. So, Silber. Das war's auch schon wieder mit dieser Das war's auch schon wieder mit dieser schönen Folge The Hunter Core soweit. Ich habe heute die Waffe ausprobiert. Ich muss noch mal gucken, wie sie heißt. Die hat einen ganz komplizierten Namen. R.Kuomo. Eine sehr schöne Alternative zur Ranger, aber ich bin mir noch nicht so wirklich sicher, ob mir das gefällt, dass die Waffe kein Magazin hat. Ob mir das gefällt, dass die Waffe so komisch nullt. Ja, weiß ich nicht. Ob das alles wert ist, dass die Waffe weniger wiegt als die Ranger, weiß ich auch noch nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch mitnehmen soll. Weil ich habe eigentlich mit der Ranger und den anderen Waffen ein gutes Set, was alles abdeckt. Was jede Tierklasse abdeckt. Und damit kann ich eigentlich sehr, sehr gut arbeiten. Naja, mal schauen. Ich habe es zumindest probiert. Vielleicht probiere ich in den nächsten Streams und Videos auch mal die anderen neuen Pistolen aus dem Waffenpack aus. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.